So, liebe Freunde, grüß euch und hallo zur gepflegten Trampolinunterhaltung hier im Jump Dome Linz. Heute mit dem David, der Marlene und mir, Max. Heute gibt's ein Game of Flip für euch. Let's go! Wer von euch das Game of Flip noch nicht kennt, darum geht's. Einer zackt einen Trick vor, die anderen zwei versuchen das noch machen. Wer es nicht schafft, bekommt einen Buchstaben. Wer als erster das Wort Flip voll hat, ist draußen. Wer als letztes übrig bleibt, ist der Sieger. Yes! Let's go! Augsteg Weiß! Ja! Jetzt geht's runter. Hallo Freunde, jetzt geht's in die Halle! Jetzt gehen wir hüpfen. B-Roll, das klingt irgendwie ein Tricking-Trick, wie so ein Tricking-Trick. So, ich starte mal ganz gemütlich mit einem Backflip heute, okay? Also Trick 1, Backflip. Schauen wir mal, ob ich das nachmachen kann. Boah, so schwierig. Okay, das war jetzt ein leichtes Aufwärmen. Jetzt geht es mal weiter mit einer Schraube. Wir machen mal einen Front Full, also Fallerzalto mit Schraube. Okay, das war jetzt kein Problem. Jetzt zeigt der Max einen Trick vor. So, ich mache jetzt drei Codys hintereinander. Schauen wir mal jetzt an einer anderen Area. Ich würde sagen, ich mache jetzt beim Donut reinspringen, Vorwärtssalto auf dem Donut landen, okay? Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. So, ich glaube, die Marlene hat das noch nie gemacht. Bin schon gespannt. Ey. Nice! Okay, für Max sollte das eigentlich kein Problem sein. Schauen wir mal, ob er schon nervös wird. Nice, chillig. So, jetzt kommen wir mal mit. Jetzt gehen wir auch zur Trampolinbahn. Jetzt zeige ich euch was. Okay, mein Trick ist jetzt Überschlag, Salto, Rondat, Backflip. Oha! So, wir sind jetzt bei unserer Wall. Jetzt zeige ich jetzt meinen Special Trick. Kann keiner. Jo, was? Was? Den hat er von mir gelernt. Jo, was? Das kann schwierig werden. So, ich glaube, das gibt den ersten Buchstaben. Das heißt, die Marlene hat jetzt ein F. So, Leute, wir müssen aber jetzt mal ein bisschen Schwung reinkriegen. Jetzt kommt Dreifachschraube, okay? Geht schon, Max, du kannst es. Yes! Nice. Max braucht einfach nur ein bisschen Druck, dann kann er das. Boah, Jakob, was hast du für coole Socken? Das sind die neuen Jump Dome Socken. Fresh Delivery. Boah. Gerade neu einer gekriegt. Ziemlich nice, das Neon. Richtig cool. Die hätte ich auch gern.
Vielleicht kriegst du welche, Marlene. Ja? Was? Wie cool muss man sein? Ja, wenn du jetzt einen Triple Full schaffst, dann kriegst du vielleicht auch welche. Das lässt sich errichten. Tja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Nach dem Triple Full bin ich jetzt motiviert. Jetzt gibt es einmal da einen Trick, den wahrscheinlich der Max noch nicht probiert hat. Jetzt gibt es einen Sack zu Double Sack. Wer das noch nicht kennt, das ist wie ein Cody, man landet wieder am Bauch. Nur man dreht nicht rückwärts, sondern man dreht dann vorwärts. Also ich habe in meinem Leben bis jetzt einmal Sack gemacht. Das war letzte Woche. Und jetzt gleich Sack zu Double Sack. Oder? Ich glaube, das gibt einen Buchstaben für ein Out. F. Ja, das wird ziemlich schwierig. Ich habe in meinem Leben. Ich glaube, der Max kassiert auch seinen ersten Buchstaben. Okay. Let's go! Der Max ist Olympiaturner, der kann jeden Salto, den es auf der Welt gibt. Schaut euch das an! Ich sah an! Okay, F für Max. F für mich. F für David. Und ihr war schon F. Wir gehen jetzt zu unserem Bounce-Parcours, aber wir springen nicht normal durch. Wir machen Saltos durch den ganzen Bounce-Parcours. Pro Trampolin ein Salto. Was? Ja, das war jetzt wohl eine krasse Ansage, aber das musst du jetzt erst einmal selber schaffen. Salto, 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 Salto. Oh na, oh na. Ach. Too easy. Tricky, hätte ich gesagt. Ich mache Sideflip normal immer nach rechts. Und da muss ich jetzt aber noch links machen, dass ich wieder weiterspringen kann. Puh. Ja. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Ja. Salto. Jawohl. Wow, stark, stark. Ach, der Plan ist leider nicht aufgegangen. Ich habe jetzt versucht, dass ich da im Bounce-Parcours nur einen Salto reinmache und dann mit einem Sideflip aus der Kurve rauskomme. Aber dann bin ich zu nahe zur Wand gekommen und es hat nicht funktioniert. Ich take den Buchstaben. Ja, bei mir wird das glaube ich nicht anders enden, aber ich probier's trotzdem. Hätte ich jetzt nur einen zweiten Versuch gehabt, hätte ich es vielleicht geschafft. Aber leider, Buchstabe für mich, FL. Also, wir sind jetzt bei der Airtrack. Für mich gibt's jetzt Kork. Okay, das heißt, auf einem Bein wegspringen, ganze Schraube. Oje, das schaut so leicht aus. Ja. So, bei Max und bei mir hat das ja relativ easy ausgeschaut. Schauen wir mal, wie es bei der Marlene ausschaut. Einmal kurz antesten. Okay. Und jetzt zieh durch einfach, komm. Du kannst es. Ja, nice. Ich habe einfach Angst vor dem Trick, aber es war kein Problem. Die Jungs sind stark, ich muss jetzt einfach was riskieren. Ich probiere, also nichts riskieren. Ich muss jetzt was wagen, das gibt es schon. Ich muss jetzt mal was ausprobieren, was ich noch nicht so oft gemacht habe. Aber ich glaube, es kann funktionieren. Und zwar ist es Double Side zu Double Side. Let's go! Oh, sie schafft es einfach. So, lieber Max, viel Spaß. Du kannst es einfach aufgeben und den Buchstaben nehmen. So, das war nix. Ich kann es auf. Was? Da springen in die andere Richtung wieder zurück. Bitte nochmal in Slow Motion, okay? Okay, wir haben das jetzt analysiert, das war einfach richtig cool. Ja, alle drei. Das haben alle drei FL. Okay, jetzt wird es interessant heute. Jetzt geht schon langsam Richtung Finale. Max, du bist dran. Wir sind jetzt da beim Airbag mit den Tramps. Ich mache das rein. Ein Doppelsalto.
mit 1,5 Schrauben gestreckt. Wie hoch er schon springt, das ist ja überhaupt nicht erlaubt. Ja, super schön. Starke Vorgabe. Man gehockt lasse ich mir noch einreden, gell? Aber gestreckt wird schon wieder ein bisschen. Schauen wir mal. Ja, da muss ich mich wirklich bemühen. Es war interessant auf jeden Fall. Ja? Wo war ich genau? Hab ich nicht auskennt. Okay, wenn der Max auch so Gas gibt, dann sage ich jetzt mal ein bisschen parkourmäßig ein bisschen Gas geben. Wir gehen wieder zum Donut. Merkt man das, dass der Jakob eigentlich oft kein Dama spielt in seiner Freizeit? Wir sehen da Trampolinpark-Mitarbeiter in einem natürlichen Habitat. Man merkt irgendwie, dass du schon mal kein Dama gespielt hast, glaube ich. Ja, das ist ein Hobby von mir, das mache ich schon relativ lang. Aber immer nur besser wie rauchen. Also, spielst kein Dama, Kids, und trinkst Wasser. So ist es. Ey, der Max will schummeln. Also, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was wir machen. Wir springen wie vorher in den Airbag rein, in den Donut rein und springen dann aber rückwärts mit einer ganzen Schraube wieder raus. Okay? Einspruch? Was sagst du dazu? Veto. Der David und ich haben sowas ähnliches schon mal gemeinsam gemacht. Aber ich habe Angst. Was? Nicht schlecht. Max, was ist los? Ich hab mir gedacht, du warst der Angsthase. Mein Herz schlägt gerade wie verrückt. Mein Kleines, das springt fast raus. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ja, danke Jungs fürs Mitspielen lassen. Spaß. Es gibt eine Revanche über lange. So. Ich möchte sagen, dass ich noch mehr drauf habe. Wir müssen noch mehr Tricks am Trampolin selber machen. Mit dem Donut bin ich nicht vertraut. Aber danke, gutes Spiel. Ich habe jetzt 3 Buchstaben und der Max erst 2. Der Max ist dran zum Setten, das heißt, er darf jetzt den nächsten Trick aussuchen. Wenn ich den jetzt schaffe und nur mehr dran bin, dann garantiere ich, dass der Max in der nächsten Runde einen Buchstaben kriegt. Das heißt, ich muss einfach einen Trick machen, der ihn dauerlich voll zerstört. Was wird das wohl sein? So, jetzt bist du richtig wild, Freunde. Geil, jetzt zum Wave-Jump. Okay, genau. Ich habe jetzt richtig heftige Combo aus. Und zwar ist die Combo Double Back zu Flippis, also doppelt vorwärts mit halber Schraube. Und dann Vorwärtssalto mit 2,5 Schrauben. Okay, gleich aufgeben. Ich glaube, das war die Zerstörer-Kombo. Boah, David, das wird jetzt aber hart. Ich weiß gar nicht, ob ich das probieren soll, das schaffe ich fix nicht. Ja, Freunde, ich glaube, das hast du gerade weiter. Jetzt gibt's die Zerstörung. Wir gehen zum Balken. Wir werden am Balken jetzt nicht kämpfen, sondern flippen. Wir machen jetzt Rückwärtssalto am Balken. Jeder kriegt einen Test auf den Boden, auf einer Linie. Und dann geht's auf Balken. Wahnsinn. War stark. Das, was ich da gerade gemacht habe, war richtig crazy und ich kenne keinen anderen, der das sonst so macht und ich mache das sicher nicht noch, weil das ist mir zu gefährlich. Jetzt wird's spannend, wir stellen jetzt nämlich FLI zu FLI. Großes Finale jetzt. Wir gehen jetzt wieder zurück zu den Performance Tramps, zu den ganz großen. Ich bin jetzt dran. Wir springen so hoch, wie es geht. Und ich versuche, dass ich 4-mal zwischen die Füße klatsche. Ohne Salto, ohne gar nichts. Richtig lame. Oh.
Das waren 5. Er hat so gesagt, er macht 4 und hat jetzt 5 gesagt. Zählt das überhaupt? Ich weiß es nicht. Nein, Spaß zählt natürlich. Ich gebe mein Bestes. Dann wollte ich aber anders tauschen. Yes! Sieg! So, Freunde, das war's jetzt mit dem YouTube-Video da im Jumpdown Linz mit dem David und mit der Marlene und mit mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Folgt uns ganz wichtig auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook und natürlich auf YouTube. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, was ihr glaubt, wer der Beste es gerade war. Und ob ihr Revanche verdient habt. Definitiv. Definitiv. Ganz wichtig, auf TikTok haben wir jeden Dienstag und Donnerstag einen Livestream um 20 Uhr. Am Dienstag sind wir hier, da, David, ich und die Marlene in Linz live und in Klagenfurt um 20 Uhr die Alina. Am Donnerstag. Kommt alle zu uns springen. Wir haben jeden Tag offen von 9 bis 20 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao. Ich muss es nur üben, Freunde. Entschuldigung.